Im Rahmen der Channel Excellence Studie von Channel Partner und Context haben mehr als 2300 Systemhäuser und Reseller die Leistungen ihrer Hersteller und Distributoren bewertet. Die besten von ihnen hat Channel Partner mit dem Channel Excellence Award ausgezeichnet. Wir beginnen mit den Hersteller-Rankings im Segment Clients und Peripherie. Sehen Sie jetzt das Ranking der channelfreundlichsten Hersteller in der Kategorie Mobile Clients. In diesem Segment schafften insgesamt 9 Hersteller den Sprung ins Ranking. Und die Podestplätze konnten sich sichern: HP auf Rang 3, Lenovo auf Rang 2. Und auf das Siegertreppchen geschafft hat es Fujitsu. Und welcher Hersteller hat bei den stationären Clients die Nase vorn? Insgesamt schafften in diesem Segment 8 Hersteller den Sprung ins Ranking. Die besten Bewertungen erhielten Lenovo auf Platz 3, HP auf Platz 2 und der Sieger dieser Kategorie ist Fujitsu. Kommen wir nun zur Kategorie Printer. In dieser Kategorie haben 9 Kandidaten den Sprung ins Ranking geschafft. Und mit den besten Bewertungen gingen aus dem Rennen Kyocera auf Platz 3, Brother auf Platz 2. Zum channelfreundlichsten Hersteller in der Kategorie Printer wählten die Partner Lexmark. Im Segment Displays schafften 15 Hersteller den Sprung ins Ranking. So viele wie in keiner anderen Kategorie. Und die Top 3 in dieser Kategorie sind auf Rang 3 LG, Rang 2 HP. Und der channelfreundlichste Displayhersteller ist Fujitsu. Kommen wir nun zur Kategorie Zubehör. Hier haben 8 Anbieter den Sprung ins Ranking geschafft. Auf das Siegerpodest gelangten Cherry mit Platz 3, Logitech mit Platz 2. Und der Gewinner ist D-Link. Im Segment Software bewerteten die Partner die Zufriedenheit mit Anbietern von Infrastruktur und Anwendungssoftware. Die channelfreundlichsten Softwareanbieter aus Sicht der Partner sind. Und die Top 3 Platzierungen sicherten sich VMware mit Rang 3, Acronis mit Rang 2. Der Gewinner in dieser Kategorie ist VM. Ein spannendes Rennen in der Gunst des Channels lieferten sich auch die Security-Anbieter. Und auf das Podest schafften es Fortinet mit Rang 3, gefolgt von AZ auf Rang 2. Der Gewinner dieser Kategorie ist SecurePoint. Im Segment Data Center und Telekommunikation starten wir nun mit den Rankings in der Kategorie Storage Komplettsysteme. 9 Kandidaten schafften hier den Sprung ins Ranking. Und die Top 3 Anbieter lauten HPE mit Platz 3, NetApp mit Platz 2 und der Gewinner heißt Fujitsu. In der Kategorie Server und Hyperconverged Systems konnten sich insgesamt 7 Hersteller profilieren. Den Sprung auf die Medaillenplätze gelang HPE mit Platz 3, Lenovo mit Platz 2. Und die Goldmedaille holte sich auch hier Fujitsu. In der Kategorie Cloud Solutions wählten die Partner 3 Kandidaten in die Top-Runde. Auf Rang 3 landete AWS, Rang 2 Google und der channelfreundlichste Cloud Solutions-Anbieter ist Microsoft.
In der Kategorie Power Management schafften es nur 2 Anbieter in die Finalistenrunde. Auf Platz 2 Eaton. Auf Platz 1 und damit Gewinner Schneider Electric APC. Kommen wir nun zur Kategorie Netzwerke. Hier wurden sogar 14 Anbieter von den Partnern ins Ranking gewählt. Der Sprung auf die Podestplätze gelang Zeixel mit Rang 3, Langcom mit Rang 2 und der Gewinner in der Kategorie Netzwerke ist AVM. In der Kategorie UCC und IP-Telefonie kämpften 5 Kandidaten um die Top-Platzierungen. Die Bronzemedaille ging an 3CX, Silber an Cisco und Gold gab es für Starface. Das waren nun die besten Hersteller im Channel. Doch wer sind die channelfreundlichsten Distributoren 2021? In der Kategorie Vollsortimenter schafften 7 Distributoren den Sprung ins Ranking. Und auf Siegerpodest wählten die Partner Sievert & Kau mit Rang 3, Bluechip mit Rang 2 und der Gewinner lautet Wortmann. In der Kategorie TK-Distribution wählten die Reseller für die Bronzemedaille qualifizierte sich Michael Telekom, für Silber Havoc und Gold gab es für Comsa. Bei den Value-Add-Distributoren wurden insgesamt 14 Anbieter ins Ranking gewählt. Und auf Siegerpodest kamen ADN mit Rang 3, Infinigate mit Rang 2 und auf Platz 1 schaffte es Ebert Lang. In der Kategorie Spezialdistribution schafften es die meisten Distributoren ins Ranking. Und die Medaillengewinner lauten Bronze für System, Silber für Bytec und Gold für BBNet. Und das Rennen um die besten Broadline-Distributoren machten die 3 bekannten, 3 großen Player. Auf Platz 3 Ingram Micro, auf Platz 2 Also. Damit ist der Gewinner TechData. Channelpartner und Kontext gratulieren allen Gewinnern zu diesem Erfolg.